Ja, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Ihr habt ja auch so gut geschlafen. Nein, ich habe nicht gut geschlafen, denn das Wetter ist völlig kacke. Aber nein, Entschuldigung, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FK Tomb Raider 2 Reloaded. Es geht weiter. So, und wir schwimmen jetzt da rein, wo wir die Tür geöffnet haben. Diesen Raum kennen wir jetzt schon, dadurch, dass wir ihn mindestens schon, ich will jetzt nicht zählen, wie oft wir den Raum schon gesehen haben. Öfters mal. Ach du Scheiße. Okay, das ist Kacke. Ich frage mich jetzt, was ist hier das Ziel? Was ist denn hier das Ziel? Diese Tür da zu öffnen. Aber womit? Ich hab's vergessen. Ach so, ja, mit dem Hebel, der sich hier irgendwo befindet. Okay, schauen wir uns mal um. Ich hoffe, ich finde den Hebel gleich auch direkt. Oh, der ist aber auch ganz schön fies versteckt. Und da ist auch gleich wieder so ein komischer Pflaumenaugust. Natürlich. Ich schwimme da schon drum rum. Und beißen tut mich das Ding trotzdem. So. Lass mich in Ruhe. Nein. Wo bist du? Na, du läufst aber sehr ungünstig. Na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank. Also diese Typen, die sind mir sowas von unsympathisch. Diese Raketentypen da, also diese Raketen, sag ich schon. Die mit der Shotgun, die sind völlig scheiße. Die sind sowas von unberechenbar. Und genau diesen Bug, den kenne ich noch. Der war immer toll. Und das hier ist ein Zeiträtsel. Ja, natürlich. Natürlich. Man muss natürlich auch mal Zeiträtsel spielen. Davon hat man nie genug. So, einmal speichern hier an dieser Stelle, denn wir haben jetzt ein wunderschönes Zeiträtsel vor uns. So. Oh nein. Lara. Und zack. Na, dann sterb mal gratis. Du blöde Kuh, du blöde Plansche. Echt? Du bist zu blöd, um zu kacken, Mäuschen. So, egal. Wir ziehen nochmal diese Hebel. Warum ich das so nicht mag, ist, weil man da unter Druck gerät. Ah. Warum mag man unter Druck nicht sein? Weil es so ist. So, und jetzt nimmst du das. Und jetzt gehst du hier rüber, du blöde Planschkuh. So, ich hoffe, wir haben das jetzt hier mit dem Zeiträtsel gepackt. Bei diesem Zeiträtsel sterbe ich immer einmal. Das ist. Obwohl das. Es ist so viel Zeit. Es ist so viel Zeit. Eigentlich braucht man sich hier gar keinen Stress machen. Aber irgendwie scheitere ich immer einmal. Einmal scheitere ich immer. Das ist völlig normal hier schon an dieser Stelle. So. Und jetzt haben wir irgendwas freigespielt, was wir auf jeden Fall brauchen. Und wir sind sowieso schon total angeschlagen. Ja, nicht schön, nicht schön. Wir brauchen auf jeden Fall Medipacks und sollten sehr sparsam mit unseren Verletzungen jetzt umgehen. Es wäre jetzt alles nicht mehr besonders witzig, wenn wir uns noch viel, viel, viel mehr verletzen. Denn, ja, das ist alles scheiße, sowas. So, da müssen wir hoch. Ich hoffe, dass sie das so macht. Ja. So, ich sehe jetzt hier erstmal keinen Gegner. Hast du etwas verloren? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Warum auch? Warum sollte der auch mal was für uns haben? Warum ist das hier eigentlich runtergegangen? Was bringt denn das eigentlich? Ach, ich glaube, um hochzukommen. Also braucht man das im Prinzip überhaupt nicht machen. Aha. Gut zu wissen für die Zukunft. Gut zu wissen für die Zukunft. Ich habe gedacht, man müsse das machen. So, jetzt müssen wir diese Kiste hier erstmal wegrücken. Ja.
so wie es ja immer ist in diesem Spiel, Kistenrückrätsel ohne Gnade. Und darüber. So. Wahrscheinlich ist das hier gar nicht der offizielle Weg, aber ist egal. So. Ich weiß es nicht. Manchmal geht man eben den etwas inoffizielleren Weg in diesen Spielen. So, weil manchmal gibt es einfach mehr Möglichkeiten. Jetzt hangeln wir uns hier rüber. Shalom, 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 Freunde. Und dann sollten wir eigentlich irgendwie weiterkommen. Eigentlich schon. Genau gegenüberliegend müsste jetzt irgendwie eine Möglichkeit sein, weiterzukommen. Na klar. War doch richtig. War doch richtig. Und wuppa. Und weil wir diesen Rotz geschafft haben, das mag ich echt nicht, Leute. Speichere ich ab und hoffe, dass wir irgendwie demnächst mal irgendwie an Medipacks kommen. Denn jedes Medipack zählt. So, ist das hier rutschig? Ja. Na, wollen wir hier wieder ein paar Gegner präsentieren? Hä? Okay. Okay, ah ja, ich weiß, wo wir sind. Wir sind jetzt quasi da drüber, wo wir eigentlich quasi irgendwann mal angefangen haben oder so. Es war halt so ein Durchweg und so weiter und so fort. Tja, manchmal muss es eben ein bisschen komplizierter sein. So ist das in solchen Spielen. So. Und schon wird's wieder ein bisschen menschlich hier drin, ne? Ein bisschen schiffsmenschlich. Ach, Kacke. Kacke, Kacke, klebt nicht. Warum habt ihr alle keine Medipacks? Was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Warum haben die alle keine Medipacks? Ach so, von da kommen wir. Warum haben die alle keine Medipacks? Das ist doch wirklich echt nicht zu glauben. Das ist doch wirklich alles nicht zu glauben. Nicht einer von diesen blöden Fritzen hat ein Medipack. Meine Güte. Wir sind schon völlig angekratzt. Was ist denn das hier? Mhm. Da kommen wir also quasi nicht rein. Was ist da drin? Bestimmt nur Scheiße. Bestimmt nur echte Scheiße. So. Ist da noch irgendein Fisch drin? Da ist auch so ein Brechboden. Was der... Achso, der bringt bestimmt ein Secret. Da habe ich jetzt keine Lust zu. Na, ich weiß, da ist ein Secret. Man kann da raustauchen. Aber es ist auch irgendwo ein bisschen lebensgefährlich. Ja, da ist man zu lange in Gange. Und wenn man das denn geschafft hat, dann freut man sich zwar ein Loch im Arsch, aber letzten Endes hat man davon nicht viel. So, jetzt müssen wir hier erstmal rüber. Und zack, sind wir hier erstmal wieder raus. So soll das sein. Und jetzt gehen wir einen Schritt zurück. Ja, das ist so ein bisschen experimentell, was ich jetzt hier mache. Aber das ist der richtige Weg. Bescheuerterweise. Noch ein Stück, noch ein Stück. Meint ihr, dass das geht? Genau. Das hat funktioniert. Super. Das hat funktioniert. Jetzt hangeln wir uns hier hoch und dann kommen wir, geht es hier eigentlich im Prinzip immer weiter. Und so viel wie ich weiß, sollte es jetzt auch gleich ein paar Medipack-Upgrades geben. Ich hoffe es zumindest. Wäre mal ganz nett anzusehen. Und ich gehe jetzt mal hier runter. Mal gucken, was da kommen mag. Vielleicht hat man ja hier auch noch ein bisschen was für uns versteckt. Natürlich nicht. So, einmal speichern, einmal weiter und gucken, was kommt. Mal schauen, was auf uns zukommt, Freunde. Natürlich gleich eine Menge Ärger. Ja, so soll's sein. Ey, die Brille von dem, geil. Hast du was? Natürlich nicht. Schnell das Medipack nehmen. Na komm. Freund der Sonne. Freund der Sonne.
Kommst du nicht wieder? So, der erste. Boah, sag mal, wie viele sind denn hier von euch? Haben die alle nichts? Boah, ist das unverschämt. Die haben alle nichts. Die haben alle keine Medipacks an den Füßen liegen. Ist das gemein. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht an der Stelle. Ich hätte jetzt gedacht, okay, ein Medipack wird dabei rausgekommen. Aber, nöp, nix. Nix. Okay, er ist weggelaufen. Er hat Angst bekommen. Schade. So, hier ist ein Schlüssel. So viel wie ich weiß. So, stehe ich jetzt... muss genau den Schlüssel anvisieren. Und schon haben wir den Schlüssel. Das ist das Wichtigste erstmal. Nein, nicht Kiste schieben, sondern wieder raus hier. So. Und mal gucken, ob wir den gleich zu fassen kriegen. Oh, ging aber schnell. Warst du schon leicht verletzt? Auch nichts, okay. Gut, stelle ich mir jetzt auch keine Fragen mehr, echt nicht. Ich stelle mir da jetzt auch keine Fragen mehr, Leute. Ich bin da ehrlich, nicht mal der hat den Medipack. Das ist unglaublich. Das ist so unglaublich. Gar nichts, Leute, nichts. Also entweder mag uns das Spiel nicht oder ich weiß es nicht. Dass wir hier wirklich überhaupt keine Medipacks bekommen. Finde ich schon sehr kompliziert, bin ich ehrlich. Da bin ich ehrlich, das finde ich schon sehr kompliziert. Aber egal, da müssen wir durch. Und ich denke, das werden wir hier an dieser Stelle auch packen. So, was ich nur an dieser Stelle schon mal ankündigen muss, so langsam kommen wir hier zum Part-Ende wieder, Freunde. Wir sehen uns natürlich wieder im nächsten Videopart hier bei Let's Play Tomb Raider 2 Reloaded. Und ich hoffe, ihr seid genauso mit der gleichen Freude wieder dabei, so wie sonst immer. Das würde mich... natürlich sehr freuen. Und ich schaue mich hier erstmal in Ruhe um, bevor ich euch verabschiede. Denn so viele Medipacks haben wir gar nicht. Na, hast du Medipack, Arschloch? Nein. Gut. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Soll ja natürlich auch schön schwer für uns sein, ne? Da ist ein Hebel, den müssen wir gleich ziehen und so weiter und so fort. Soll ja schön schwer für uns sein, so dass wir hier auch wirklich verzweifeln. Okay, ich sag tschüss.